Willkommen zu diesem neuen Video bei Meet and... Moment. Heißen wir jetzt noch Meet and Grade? Höre ich mit YouTube nächstes Jahr komplett auf? Oder verändert sich was ganz anderes? Das Ende von Meet and Grade sind große Worte, es sind bedeutende Worte, es sind aber auch ehrliche Worte. Allerdings nichts Negatives, ganz im Gegenteil. 2023 wird es geniale, große Projekte geben und ein paar davon werde ich euch heute in diesem Video vorstellen. Wie immer unten in Kapitel unterteilt, ihr könnt also immer dahin springen, was euch am meisten interessiert und glaubt mir, es wird phänomenal. Los geht's! Bevor ich euch nun erzähle, was hier tatsächlich enden wird, starten wir mit dem ersten Megaprojekt. Viele von euch wissen wahrscheinlich, dass ich Ernährungswissenschaftler bin, studiert, kein Ernährungsberater. Ernährungsberater ist kein geschützter Begriff, jeder darf sich so nennen und da gibt es natürlich dann auch einige Scharlatane. Ernährungswissenschaftler darf man sich nur schimpfen, wenn man das auch studiert hat und seinen Abschluss erfolgreich bestanden hat. Das habe ich getan und seit circa 10 Jahren arbeite ich auch in der Wissenschaftskommunikation als Ernährungsberater, allerdings mit meinem wissenschaftlichen Background und nicht einfach irgendwie so genannt, und als Personal Trainer und helfe Leuten dabei, ihren Traumkörper zu erreichen. Das hört sich jetzt an wie so eine billige Werbung, aber letztendlich geht es darum, Fett zu verlieren, Muskeln aufzubauen, sich fitter und vitaler zu fühlen und natürlich darf der gesundheitliche Aspekt nicht vergessen bleiben. Gerade so in der Grillbranche habe ich schon viele Leute kennengelernt, die viele Gesundheitsprobleme aufgrund ernährungsassoziierter Erkrankungen haben. Und das kann man verhindern. Wie man das verhindern kann, würde ich gerne ganz, ganz vielen Menschen kommunizieren. Und über diese Reichweite hier hätte ich auch die Möglichkeit. Aber ich als selbstständiger Personal Trainer kann natürlich nicht jeden von euch speziell betreuen. Und deswegen kam mir schon vor über einem Jahr die Idee, ein Diätprogramm auf den Markt zu bringen. Bitte nicht beeinflussen lassen von dem Wort Diätprogramm. Bitte nicht so negativ assoziieren mit den ganzen Sachen, die es so schon gibt. Es ist tatsächlich viel mehr als nur ein Diätprogramm. Ich möchte euch nämlich in diesem Programm erklären, mit vielen sehr gut verständlichen Texten, mit vielen Videos von mir, mit vielen Erklärungen, wo ich euch persönlich erzähle, was es so für Mythen gibt, ja, wo jeder von uns mindestens an 50% dieser Mythen glaubt. Ich werde euch erklären, wie das Abnehmen funktioniert. Ich werde euch erklären, wie der Muskelaufbau funktioniert. Ich werde euch erklären, was für ernährungsassoziierte Erkrankungen wir vor allem beim Grillen beachten müssen. Ich werde euch erzählen, wie ihr trotz Grillen abnehmen könnt, wie ihr trotz Grillen schlank bleiben könnt und wie ihr trotz Grillen sehr gut Muskeln aufbauen könnt, je nachdem, was eure Zielsetzung eben ist. Ein Programm nach wissenschaftlichen Standards da auszuformulieren, ist eine Heidenarbeit. Und eigentlich wollte ich schon Anfang 2022 dieses Diätprogramm an den Start bringen. Allerdings war ich noch nicht vollends zufrieden. Und deswegen haben wir jetzt ein Jahr lang mit Studenten meiner Hochschule, wo ich studiert habe, dieses Diätprogramm weiter ausgefeilt, weiter bearbeitet. Und es wird natürlich auch noch weitergehen. Ihr bekommt also permanent neue Rezepte. Es ist kein Abo-Modell. Ihr sagt einmalig, ihr habt Bock darauf und dann habt ihr den Zugriff auf dieses Programm mit allen Inhalten, die es dazu gibt. Wir schauen uns am Anfang einmal an, wo steht ihr gerade, wo wollt ihr hin, und dann werden wir individuell für euch einen Plan erstellen, mit dem ihr euer Ziel erreichen werdet. Es ist wirklich ein Herzensprojekt und ich könnte noch so viel darüber erzählen. Ich möchte jetzt aber die Leute, die es nicht interessiert, nicht langweilen. Deswegen schaut unten in die Videobeschreibung, falls es euch interessieren sollte, und wir machen jetzt weiter mit Kapitel Nummer 2. Kurze Entwarnung, bevor es jetzt in Kapitel Nummer 2 um das gehen wird, was enden wird bei Meet & Grade. Und zwar wird der YouTube-Kanal nicht enden, aber er wird sich ein bisschen verändern. In Januar und Februar werden wir nur ein Video pro Woche hochladen, die wir jetzt schon vorproduziert haben. Und ab März werden wir dann 2 Videos die Woche wieder hochladen, wie ihr es gewohnt seid. Immer ein Grill-Härtetest bzw. eine Erklärung zu einem Grill und ein Rezeptvideo. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt mit der neuen Qualität, das ist nämlich der Grund, warum wir jetzt Januar, Februar nur ein Video hochladen. Wir werden in neuer Qualität, in noch besserer Qualität als bisher im März die Videos vorbereiten. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann lasst gerne ein Abo da. Und jetzt geht's weiter mit Kapitel Nummer 2. Jetzt geht es um die Thematik mit grillrost.com und Grillsupply. Es geht darum, was bei uns hier tatsächlich für immer enden wird. Und das Ganze verpackt natürlich als ein neues Projekt, wo was ganz Großes mit erschaffen wird. Ich kann euch nicht zu viel spoilern an der Stelle, wo ich jetzt hier stehe und das Video drehe, aber sobald ihr das Video seht, habt ihr unten in der Videobeschreibung einen Link, mit dem ihr alle Informationen bekommt, die ihr wissen müsst zum Projekt G. Was ich euch aber jetzt schon mal erzählen kann, ist,
all unsere Eigenmarkenprodukte, die gebrandet sind mit Meet & Great, wird es, nachdem die aktuellen Produkte abverkauft sind, nie wieder geben. Es wird nie wieder ein Schneidebrett von Meet & Great geben, nie wieder ein Messer von Meet & Great geben. Es wird nie wieder das Meet & Great Fettrennspray geben oder. Das gesamte Produktsortiment, was wir jetzt hier in anderthalb Jahren aufgebaut haben, wird es so nicht mehr geben, sobald der aktuelle Warenbestand aufgebraucht ist. Bedeutet, wenn ihr davon noch etwas haben wollt, dann jetzt. Wenn ihr irgendwann in 5 Jahren mal sagen wollt, ich war von Anfang an dabei, ich habe das noch als kleine Trophäe oder, ich habe hier noch ein Messer von Meet & Great damals, dann besteht tatsächlich jetzt die letzte Chance. Das ist keine Werbeaussage, es ist wirklich einfach nur der Hinweis, solltet ihr Lust darauf haben, so ein Produkt zu besitzen, dann jetzt, sonst gibt es keine Chance mehr. Aber was entsteht jetzt daraus? Es entsteht daraus etwas noch viel Größeres. Wir stampfen nämlich ab dem Tag, wo ihr das Video hier heute seht, eine neue Grill- und Grillzubehörmarke aus dem Boden. Ihr habt richtig gehört, es wird in Zukunft eigenentwickelte Grills geben und Zubehör nicht nur passend für diese Grills, sondern für alle Grillhersteller. Vom hochwertigsten Edelstahl-Grillzubehör produziert in Deutschland, passend für alle Grills, mit wirklich innovativen Produkten dabei, die es so auf dem Markt noch nicht gab. Dazu natürlich das gesamte Sortiment hier von Meet & Great, allerdings dann unter dem neuen Markennamen. Und wie bei allen unseren Projekten hier versuche ich natürlich, die eierlegende Wollmilchsau zu finden. Das bedeutet, wir produzieren nicht nur extrem hochwertige Produkte, sondern wenn alle gerade die Preise erhöhen, sorgen wir dafür, dass ihr Produkte in guter, vielleicht sogar teilweise besserer Qualität als an anderer Stelle zu einem besseren Preis bekommen könnt. Und ich weiß, das sind wieder große Worte und es gibt immer ein paar Leute, die mir das nicht glauben. Aber seit wir hier den Laden haben, bekomme ich das Feedback, dass wir das auch genau so umgesetzt bekommen. Das freut mich, das freut euch und genauso wird es hier weiterlaufen. Und mit der neuen Marke übernehmen bzw. fusionieren wir eine alte bekannte Marke, nämlich Grill Supply. Grill Supply wird es ab jetzt ebenfalls nicht mehr geben. Der Daniel von Grill Supply ist jetzt bei uns hier mit im Team und zusammen mit seiner Ingenieursleistung und meinem Know-how am Grill und meiner Philosophie, Produkte auf den Markt zu bringen, werden wir hier diese neue Marke aus dem Boden stampfen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das für alle Seiten ein voller Erfolg wird. Also, alles Wichtige als Zusammenfassung. Es gibt nun eine neue Marke für Grills und Grillzubehör. Natürlich haben wir jetzt am 01.01. noch nicht direkt den ersten Grill auf dem Markt. Das wird aber kommen. Wir haben jetzt schon ganz viele Produkte noch mit Meet & Great noch mit Grill Supply gebrandet. Ihr habt also jetzt noch die Chance, mit einem Meet & Great Logo eins dieser entsprechenden Produkte zu bekommen. Sobald die ausverkauft sind, gibt es das nicht mehr und natürlich gibt es für den Ausverkauf auch ein sehr nettes Angebot. Und drittens gibt es jetzt schon Neuentwicklungen mit dem neuen Markennamen, die es so vorher noch nicht gegeben hat. Schaut also unten unbedingt auf den Link, schaut euch an, was wir da kreiert haben und ob vielleicht für euch das Richtige dabei ist. In Kapitel Nummer 3 geht es um ein Projekt, was so wahrscheinlich keiner erwartet hätte. Es gibt ein neues YouTube-Projekt, allerdings hat das mit Grillen per se erstmal nichts zu tun. Allerdings doch schon so ein bisschen. Aber es geht vor allem um kritische Themen. Die meisten von euch wissen an dem Kanal und an meinen Videos zu schätzen, dass ich versuche, immer sehr neutral zu bleiben. Sehr rational Vor- und Nachteile gegeneinander abzuwägen und nicht emotional etwas total schlecht rede oder auch mal irgendwas total in den Himmel lobe, weil man irgendwie ein Fanboy irgendeiner Marke ist. Und dieses rationale, neutrale Denken, das findet bei mir nicht nur Anwendung auf den Bereich Grill, sondern auf mein gesamtes Leben. Und das finde ich sehr wichtig, denn aktuell gibt es sehr, sehr viele Themen, zu denen viele Menschen ein Schwarz-Weiß-Denken haben, wo viele Meinungen aufeinanderprallen, wo wir in der Gesellschaft eine gewisse Spaltung erleben. Und diese Themen, wirklich hochbrisante, gefährliche Themen, die möchte ich ansprechen. Ganz klipp und klar, ohne ein Haar vor den Mund zu nehmen, die möchte ich thematisieren und zwar zusammen mit dem Sinan. Viele von euch werden den wahrscheinlich nicht kennen. Es gibt jetzt schon einen neuen YouTube-Kanal, ihr könnt jetzt schon Abonnenten werden und ihr werdet im Januar bereits die erste Folge von unserem Videopodcast dazu auf YouTube sehen und natürlich dann auch als Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Wir werden zusammen über unterschiedlichste Themen sprechen. Ich bin mir sicher, jedes dieser Themen betrifft uns alle irgendwo im Leben und wir werden nicht nur leer darüber philosophieren und versuchen, auf unsere Aussagen zu achten, sondern wir werden wirklich kontroverse Meinungen dort gegenüberstellen und wir werden aufzeigen, dass es nicht schwarz und weiß gibt, sondern wir werden aufzeigen, dass die Wahrheit irgendwo dazwischen liegt und das Leben irgendetwas einer Graustufe ist zwischen schwarz und weiß.
Und uns beiden ist es ein Anliegen, dass diese harten Fronten, die sich in vielen Bereichen gebildet haben, etwas aufweichen und wir mit ein bisschen mehr Verständnis aufeinander zugehen können. Und deswegen bitte ich euch, wenn ihr euch dieses Format anschaut, nehmt euch mit eurer persönlichen Meinung erstmal ein bisschen zurück. Lasst erstmal all das, was wir dort besprechen, auf euch wirken. Baut das vielleicht mit in euer Weltbild ein und entscheidet dann, wie ihr das Ganze findet, wie ihr darauf reagiert. Und vielleicht können wir ja den ein oder anderen Denkanstoß geben, ohne das jetzt von oben herab zu meinen, sondern wirklich gemeinschaftlich einfach mal die Emotionen ein bisschen beiseite zu lassen, einfach mal die verhärteten Standpunkte ein bisschen beiseite zu lassen und vielleicht einfach mal für sich selber auch einzusehen, dass bestimmte Dinge nicht einfach schlichtweg positiv sind und andere Dinge nicht einfach schlichtweg negativ sind, sondern überall es Vor- und Nachteile gibt. Viel mehr möchte ich an dieser Stelle gar nicht sagen. Ich weiß, das klingt jetzt alles noch sehr abstrakt. Schaut euch einfach die erste Folge an. Dazu jetzt ein Abo auf dem Kanal da lassen, habe ich euch unten verlinkt. Dann verpasst ihr die erste Folge nicht. Und dann könnt ihr selber entscheiden, ob ihr das Format verfolgen wollt oder nicht. Ihr könnt das Abo ja jederzeit wieder kündigen. Zum Abschluss gibt es jetzt noch einen absoluten Geheimtipp. Und zwar nicht eins dieser genialen Grillseminare, die ihr hier vor Ort wahrnehmen könnt, sondern ein Grillseminar online, wo jeder, egal wo er herkommt, von überall auf der Welt dran teilnehmen kann. Und zwar kostet das für zwei Personen nur 99 Euro. Ihr kriegt eine Foodbox von Eventure zugeschickt mit allem Möglichen, was ihr braucht, plus eine klitzekleine Einkaufsliste an frischen Zutaten, die ihr noch dazu kaufen müsst. Und dann können wir gemeinsam das gleiche Geschmackserlebnis erleben. Und zwar machen wir einen Livestream am 18.02., wo wir zusammen das Ganze vergrillen werden. Ihr könnt im Live-Chat eure Fragen stellen. Wir können ein bisschen miteinander quatschen und wir haben dasselbe Geschmackserlebnis am Ende. Es ist ein Drei-Gänge-Menü mit Steaks und Co. Ich habe hier mal ein Steak-Seminar selber gegeben. Da waren die Plätze sofort ausgebucht und deswegen habe ich mir gedacht, ich möchte noch mehr von euch das ermöglichen. Das machen wir jetzt zusammen mit Eatventure. Auch dazu der Link unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr am 18.02. nicht könnt, dann könnt ihr euch dieses Video einfach auch im Nachhinein ansehen. Wenn ihr die Foodbox bestellt habt, die hält auf jeden Fall noch deutlich länger und dann könnt ihr das irgendwie nachholen. Zu zweit, ihr könnt natürlich auch mehrere Foodboxen holen, das als Gruppenevent machen, als Geschenk und so weiter und so fort. Ich würde mich freuen, wenn viele von euch daran teilnehmen würden. Und wenn es da zu einem regen Gespräch und Austausch am Grill kommt über den Live-Chat, dann kann ich mich nämlich tatsächlich auch mal mit euch persönlich unterhalten und muss nicht im Nachhinein nur die Kommentare lesen und kann darauf antworten, sondern wir können tatsächlich live miteinander sprechen. Ihr könnt dasselbe genießen, was ich auch genieße und könnt sofort sehen, wie ich auf dieses Geschmackserlebnis reagiere und wie ihr darauf reagiert und könnt dann auch in weiteren Videos besser beurteilen, wie die Rezepte, die ich zubereite, vielleicht auch schmecken. Das kann man einem ja immer ganz gut ansehen. Und der Preispunkt von 99 Euro für zwei Personen ist wirklich unfassbar günstig für so hochwertiges Fleisch und hochwertige Zutaten, wie ihr die da an dem Tag bekommt. Und ich kann euch sagen, so ein Event, das wird es nicht allzu häufig geben. Vielleicht ist es auch das Einzige, was ich jemals machen werde, denn aktuell ist es nicht nochmal geplant. Deswegen nutzt die Chance, wenn ihr Bock darauf habt und dann sehen wir uns am 18.02. im Livestream. Ich freue mich drauf. Bevor wir jetzt zum letzten Kapitel kommen und auch dort geht es um ein Datum, aber jetzt nochmal ein anderes Datum vorab, was ihr euch unbedingt im Kalender jetzt schon markieren solltet, den 22.04., denn das wird die große Neueröffnung von Grillguts mit dem großen neuen final überarbeiteten Sortiment mit ganz vielen Produkten der neuen Grillmarke, die wir hier aus dem Boden stampfen werden im neuen Jahr, mit unglaublich vielen Herstellern, die auch hier vor Ort sein werden. Natürlich auch mit phänomenalen Eröffnungsangeboten und mit jeder Menge Zeit, um miteinander zu quatschen. 22.04.2023, Start um 10 Uhr morgens. Die Adresse blende ich euch hier ein, findet ihr aber natürlich bei uns auch auf der Webseite. Es wird ein phänomenales Fest. Ich freue mich auf euch. Das Jahr 2023 wird einfach nur genial. Das, was wir 2022 erreicht haben durch ein YouTube-Projekt, das ist schon unfassbar. Was wir aber 2023 geplant haben, das ist nochmal deutlich, deutlich größer. Und ich glaube, mein Enthusiasmus kommt hier zum Vorschein und ich freue mich darauf, mit euch das Jahr 2023 gemeinsam bestreiten zu können. Wenn ihr sagt, ihr hättet heute lieber ein Rezeptvideo gesehen, dann schaut mal auf den Kanal, weil die letzten zwei Videos waren Rezeptvideos. Das Problem jedoch am YouTube-Algorithmus ist, man bekommt immer nur Videos vorgeschlagen, die am besten zu seinen Interessen passen. Das bedeutet, wenn ihr von mir mehr Rezeptvideos vorgeschlagen bekommen wollt, die es ja gibt, dann müsstet ihr erstmal ein paar meiner Rezeptvideos wieder gucken und dann kriegt ihr wieder andere Rezeptvideos vorgeschlagen.
Wenn ihr eher Grill-Reviews sehen wollt, dann guckt ihr euch die an und dann kriegt ihr andere Grill-Reviews auch wieder vorgeschlagen. Oder ihr geht einfach auf den Kanal und schaut mal, was wir über die letzten Jahre hier alles so fabriziert haben. Denn da sind jetzt mittlerweile schon hunderte von Videos zusammengekommen. Die einen besser, die anderen schlechter. Aber tatsächlich sind auch sehr viele sehr gute Videos dabei, die relativ wenig Aufrufe bekommen haben. Und es gibt ein paar Videos, mit denen ich selber gar nicht so glücklich bin, die relativ viele Aufrufe bekommen haben. Deswegen, so ein paar Geheimperlen sind auf jeden Fall mit dabei. Und wenn jetzt im Januar und Februar weniger Videos kommen und ihr trotzdem was sehen wollt, dann stöbert mal durch den Kanal durch. Und wenn euch irgendwas sehr gut gefällt, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr das teilen würdet, dass wir noch mehr Menschen erreichen, dass wir auch in unserer Community auf Facebook noch mehr Menschen werden. Wir sind mittlerweile über 10.000 Leute dort und es werden täglich mehr. Das ist wirklich die harmonischste Facebook-Gruppe, die ich persönlich je erlebt habe. Also wenn ihr noch bei Facebook seid und da Bock drauf habt, euch auszutauschen über jede Frage zum Thema Grillen, vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen, dann kommt gerne dort mit rein. Wenn ihr Hintergrundinfos sehen wollt auf Instagram, dann folgt uns auf Instagram. Dort werde ich immer so ein paar Hintergrundinformationen teilen und es wird natürlich auch immer kleine Spoiler geben zu den Projekten, die dann hier auf YouTube veröffentlicht werden. Und ansonsten freue ich mich über alles, wo ihr dabei seid und Bock habt, dieses Projekt hier zu unterstützen. Sei es durch ein Like, sei es durch ein Abo, sei es durch einen netten Kommentar, sei es dadurch, dass ihr irgendwas an Grillzubehör hier bei uns kauft, dass ihr euch für euren neuen Grill hier bei uns beraten lasst und die Beratung nicht nur ausnutzt, sondern dann eventuell hier auch den Kauf abschließt, dass ihr hier Grillseminare teilnehmt, dass wir vielleicht zusammen Grillseminare machen und, und. Es gibt so viele Möglichkeiten und ich glaube, bei all diesen Möglichkeiten ist für uns alle was Positives dabei. In diesem Sinne beende ich das Video für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.